So, und jetzt hallo und herzlich willkommen zum Tutorial-Teil des 19. Podcasts von uns zu Polygon und Matic hier bei defi.jetzt. Jetzt, nachdem wir das Interview mit dem Jan geführt haben, kommen wir jetzt zum Hands-on-Teil dieser Ausgabe, in dem uns Jan jetzt mal zeigen wird, wie wir eigentlich auf Polygon kommen, was wir da machen können, wie günstig denn die Transaktionen wirklich sind und mal schauen, was Jan sich noch so ausgedacht hat. Hallo Jan, hallo Ralf, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Handling, das zu sehen endlich. Und Jan, leg los. Genau, ich springe auch gleich rein. Ich hatte ja gerade schon im Interview kurz erzählt, angeteasert. Das Ganze funktioniert gerade noch mit MetaMask. Bisschen ja, altbacken, aber es funktioniert. Es ist wichtig, es hat doch mehr Funktionen als viele andere. Deswegen ganz wichtig, diese Wallet MetaMask braucht man auf jeden Fall. Kann man hier ganz entspannt downloaden. In dem Fall jetzt Brave Browser oder eben Chrome. Und hat dann hier oben eine Erweiterung eben im Browser. Ups, hier oben, ich denke, man sieht's. Ah, nee, warte mal. Die sehen, also diesen Knopf sehe ich leider. Ralf, siehst du das? Ich sehe es nämlich leider nicht. Also die Maske sehe ich, aber deine Adressleiste sehe ich irgendwie nicht. Okay, naja. Na, aber es sollte hier rechts eigentlich auf. Auf jeden Fall, genau, ja. MetaMask.io, okay. Jetzt ist es da, optimal. Sehr schön, okay, genau. Jetzt, sehr schön. Wie gesagt, diese Wallet hier rechts sieht man ja ganz gut. So sieht das Ganze dann aus. Wichtig ist, ja, man startet auf Ethereum. Der Standard für MetaMask. Jetzt will ich ja aber natürlich auf die Polygon Blockchain. Wie mache ich das Ganze? Ich muss meine Wallet erstmal sagen, okay, ich will hier weg. Ich brauche ein anderes Netzwerk. Ich brauche das Polygon-Netzwerk. Und da ist es eigentlich recht einfach. Ich kann hier oben rechts auf die drei Punkte klicken. Quatsch, hier oben. Dann auf die Einstellungen gehen. Und dann sieht man auch schon recht einfach hier Netzwerke. Und da kann man jetzt zum Beispiel Netzwerke hinzufügen. Ich habe jetzt hier schon einige hinzugefügt. Binance, Avalanche und eben auch Matic. Hier kann man das hinzufügen. Und dann gibt es von Matic selbst. Jetzt ist es kurz gleich wieder weg. Von Matic selbst gibt es eine Webseite. Da kann man sich sozusagen die RPC-Adresse herunterladen und die dann sag ich mal, einfügen. Ich mache das jetzt mal kurz in dem eigenen Tab auf, dann geht es doch einfacher. Hier sieht man dann auch Matic. Man kann dem Netzwerknamen geben, kann dann diese RPC-URL, die ich eben von der Webseite her raus habe, hier einfügen. Sprich RPC Mainnet Matic Network, ja? Genau, also mal eine von diesen sechs Stück, die funktionieren alle sechs, ist recht interessant, weil oft natürlich so diese Hauptadresse, die jeder nutzt, geht oft recht langsam oder langsam mehr als die anderen. Deswegen, wenn man es jetzt wirklich eilig hat, ich habe jetzt auch zum Beispiel hier unten mal welche genommen, dann merkt man schon doch, dass die Transaktionen schneller durchgehen. Also ist eigentlich egal, welche man nimmt, funktioniert alles. Dann wie gesagt, die Chain-ID, es wird alles auch hier angezeigt. Wie es funktioniert hier, Chain-ID. Und da muss man natürlich das Token-Symbol, in dem Fall Matic, angeben. Und wenn man jetzt einen Block Explorer haben will, wo man die Transaktionen direkt per Mausklick über MetaMask sich anzeigen lassen kann, dann kann man den hier unten auch noch eingeben. In dem Fall habe ich jetzt Polygon Scan eingefügt. Das öffnet es dann direkt und dann sehe ich genau, was für eine Transaktion zu welcher Adresse, über welchen Wert habe ich gerade getätigt. Und genau, wenn man das dann eben gemacht hat, dann kann man das auch wechseln. Dann hat man hier oben, sieht man Ethereum Mainnet, wo man direkt drin war, kann man hier dann ins Matic Mainnet. Und dann ist man hier drin und dann sieht man, ich habe jetzt mal hier testweise 1,5 Matic aufgeladen, ein Vermögen. Und jetzt ist es natürlich, ich habe jetzt meine Assets auf Ethereum. Wie bekomme ich jetzt die auf die Chain? Da habe ich ja vorhin gesagt, gibt es sowas wie eine ganz schöne Wallet von Polygon selbst und eine Bridge. Mit dieser Brücke kann man sozusagen die Ethereum mit der Polygon Chain ja wie verknüpfen und kann seine Assets darüber laden. Ich habe jetzt gerade natürlich, es ist schon meine Matic Tokens hier auf der Matic Blockchain, aber wer jetzt alles selbst in MetaMask hier in Ethereum drin hat, also hier die Tokens, hier hat er zum Beispiel ein Ethereum, der wird es hier angezeigt,
dann kann man hier in die Web-Wallet direkt von Matic gehen und dann wird auch hier das Ethereum angezeigt. Dann kann man sagen, okay, ich will die Funds von Ethereum auf Polygon legen. Dann gehe ich hier drauf und sehe hier rechts, okay, Ethereum to Polygon. Ich gebe hier ein Ether zum Beispiel. Und dann kann ich die transferen. Habe jetzt natürlich nicht genug, aber wenn man hier draufklickt, muss man zwei Transaktionen bestätigen. Die werden dann automatisch hier in MetaMask angezeigt. Wichtig ist, es kostet natürlich auch Gas-Fees, weil man ja nochmal eine Transaktion auf der Ethereum-Blockchain selbst macht. Die erste Transaktion wäre wahrscheinlich die erstmal der Seite zu erlauben, dass sie das Ether ausgeben darf, oder? Genau. Ja. Das heißt, das ist die günstigere Transaktion und dann kommt die teurere Transaktion, die den Smart Contract dann ausführt, den Brücken-Smart Contract sozusagen ausführt, um das zu Matic rüberzuschieben, oder? Genau. Soweit ich weiß, ist das Erlauben zumindest auf Matic selbst, auf der Polygon-Chain umsonst. Da ist dann bloß die Transaktion, die es dann wirklich ausführt, selbst, die kostet dann was. Wie es genau auf Ethereum ist, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber jedenfalls, das sind, glaube ich, um die 4 Transaktionen insgesamt, bis dann das Ganze auf der Polygon-Chain ist. Es dauert ein bisschen. Also ich habe so 45 Minuten immer circa gewartet. Aber dann hat man die Assets eben selbst hier drüben. Wenn man dann hier oben wieder wechselt auf Matic Mainnet, dann werden hier das ein Ethereum, in dem Fall Wrapped Ether, angezeigt. Weil Ethereum selbst natürlich nicht auf einer anderen Chain als Native Token dargestellt werden kann. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Da will ich jetzt natürlich nicht nur von Ethereum, sondern zum Beispiel machen jetzt Binance und ist jetzt auf der Binance Smart Chain, hat dort seine ganzen Coins rumliegen. Wie macht man das dann? Da gibt es sowas wie, das heißt Xpollinate. Das ist im Prinzip auch eine Bridge, die selbst zur Verfügung gestellt wird. Und da gibt es zum Beispiel auch noch Phantom, die XDAI Chain. Damit kenne ich mich nicht aus, habe ich noch nicht genutzt, aber es gibt auch die Binance Smart Chain. Ist recht interessant, wie gesagt, von Binance aus muss man die Ethereum-Gebühr nicht zahlen. Das heißt, man zahlt 80 Cent für eine Transaktion und schickt dann seine Binance USDC zum Beispiel oder USDT an seine MetaMask-Wallet auf das Binance-Netzwerk, was man sich natürlich vorher am besten auch schon eingerichtet hat. Da haben wir schon ein Tutorial dazu, nur als kleine Werbung. Ja. Da haben wir schon mal mit dem Sergej zusammen Binance Smart OneInch aufs Binance Smart Chain angeschaut. Da gibt es ein Tutorial, wie man sozusagen die Binance Smart Chain in das MetaMask reinbekommt. Genau. Und hier kann man auch ganz einfach die drei größten Stablecoins, sage ich mal so, Tether, USDC Coin und DAI, die kann man dann eben von der Binance Smart Chain auch sehr schnell, tatsächlich, es hat immer nicht mal eine Minute oft gedauert, aufs Matic Mainnet übertragen. Worauf man hier jetzt ein bisschen achten muss, Liquidität, steht die bereit? Als Matic sehr extrem genutzt wurde, so im Juni, bevor es jetzt so ein bisschen gecrashed ist alles, gab es oft nicht genug Liquidität. Zum Beispiel hier sieht man 13.600 USDC. Ist jetzt nicht viel. Da muss man halt immer gerade gucken, okay, ist jetzt Liquidität da? In der Regel ist schon immer was verfügbar, aber es kann passieren, dass die Liquidität hier mal wirklich gerade nicht da ist und da kann man es auch nicht natürlich hin und her tauschen. Also sprich, ich kann jetzt nicht mit 15.000 USDC kommen, genau, von der Binance Smart Chain auf Matic, weil nur 13.000 auf Matic, auf der Brücke von Matic zur Verfügung stehen, die sie mir auf meine Wallet schicken könnten. Genau. Ja. Deswegen, da muss man ein bisschen darauf achten. Hier sieht man zum Beispiel, wenn man jetzt über das Phantom, dann hat man ein bisschen ein Problem. Also das ist nicht viel. Ist jetzt auch nicht so eine riesige, bekannte Seite. Hier steht auch Beta-Software, funktioniert aber super. Ich habe es schon mehrmals ausprobiert. Es wird, wie gesagt, alles in Zukunft kommen, dass es doch auch so Cross-Chain alles viel leichter und entspannter gehen wird. Wie gesagt, funktioniert gut, nutze ich selbst, wenn ich es über Binance Smart Chain mache, auch. Wenn das alles dann richtig schön in meiner Matic-Wallet ist und ich freue mich, dass ich hier meine 1,5 Matic habe, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich hatte vorhin mal ganz kurz über Aave geredet. Ich spreche das so aus, ich weiß nicht, man kann mal alles immer verschieden aussprechen. Ich nenne es Aave. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Das heißt, Aave ist, glaube ich, richtig. Aave, Der Stani sagt auch Aave dazu, der hat es ja gemacht. Okay. Genau, hier sieht man recht gut, wie Aave selbst mit Polygon hier die Partnerschaft hat. Dass hier, die laufen alle auf Ethereum. Dementsprechend sind natürlich die Transaktionen auch recht hoch. Aber man kann hier eben auswählen, ich möchte den Polygon-Markt. Und da sieht man ja auch, 3,2 Milliarden sind in Aave gelockt, eingelegt und also recht großer Betrag, für das das jetzt Matic selbst in den Market Cap von, glaube ich, was haben wir, 4,5 Milliarden circa hatten.
Dementsprechend sieht man auch, das wird recht gut genutzt. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich habe hier ja ein Dashboard. Jetzt wird hier gleich alles angezeigt und ich kann jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier meine 1,5 Matic, 1,07 Dollar. Und die will ich hier jetzt einlegen, weil ich möchte hier Rewards bekommen. Und das sieht man, sind ja Werte, mit denen würde man auf Ethereum gar nicht mehr arbeiten. Das ist unmöglich. Ja. Das ist alles schon längst für Transaktionsgebühren draufgegangen. Ja. Und das ist halt hier möglich. Man kann ja wirklich mit Centbeträgen noch arbeiten. Man sieht hier Deposit APY, sprich ich bekomme im Jahr 1,8% in Matic Tokens, wenn ich das hier einlege. Das heißt, ich kann das jetzt mal hier depositen, kann sagen auf Deposit, dann kommt hier gleich die Transaktion, sagt mir ein Matic und ich habe jetzt hier, ich sehe jetzt hier 0,00101 Matic, ja, habe ich an Transaktionsgebühren. Das rechnen wir auch gleich mal aus. Ich muss die bloß kurz bestätigen. Kann ich jetzt mal auf CoinMarketCap und kann jetzt sagen, okay, ich habe hier Matic. Hast du schon mal von CoinGecko gehört? Ja, ist besser, ich weiß. Ich habe jetzt bloß, weil ich es direkt hatte. Okay. Ich habe jetzt meine hier Transaktionsgebühr von nicht mal einem Bruchteil von einem Cent gefehlt. Effektiv, also vernachlässigbar. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, congrats. Bevor du jetzt hier weitermachst, oben gibt es so eine Utilization Rate. Was genau sagt die hier aus? Links. Ah, hier. Hm? Das würde ich vielleicht im Dashboard vielleicht doch besser zeigen. Also grundsätzlich, man kann hier verschiedene Assets einlegen. Hier Deposit. Und je nachdem, was sie in dem Fall für Eigenschaften haben, also zum Beispiel DAI, kann ich als Sicherheiten hinterlegen. Zum Beispiel. Es gibt sowas wie USDT, Tether, kann ich zum Beispiel nicht als Sicherheiten hinterlegen. Sprich, das könnte ich zwar hier einlegen, ich habe hier USDT, bekomme auch hier diese Rewards, aber ich kann es nicht nutzen, um mir dann zum Beispiel was zu leihen. Also du kannst es nicht beleihen, sozusagen. Genau, ich kann es nicht beleihen. Aber alle anderen schon, USDT geht halt in dem Fall nicht. Und diese Utilization Rate, ganz ehrlich, bin ich mir nicht so sicher. Braucht man eigentlich auch nicht, ist auch jetzt nicht so wichtig dafür. Es gibt andere Werte, die sind viel wichtiger, zum Beispiel Maximum Loan to Value. Sprich, ich kann 50% meiner eingesetzten, in dem Fall ein Matic, könnte ich gegenleihen. Also ich könnte mir 0,5 Matic jetzt davon gegenleihen. Und das geht eigentlich recht einfach. Ich kann sagen, ich habe hier, okay, ich habe noch nichts mir geliehen. Ich habe jetzt ein Matic, habe ich ja gerade eben eingelegt. Ich bekomme hier meine fast 5,8% im Jahr an Matic Tokens. Sieht man hier oben, Reward, den kann man auch immer direkt claimen, immer wenn man möchte. Wie gesagt, Gebühren sind ultra niedrig. Dementsprechend kann man es auch bei kleineren Beträgen machen. Und jetzt sieht man jetzt auch, ich kann das als Sicherheit hinterlegen. Oder auch sagen, ich will es nicht als Sicherheit hinterlegen. Verstehe ich nicht so recht. Gibt das ist dann, das, ich habe gerade geguckt, die Utilization Rate ist, wie viel von diesen Matic in dem vorherigen Bildschirm, noch ein Bildschirm davor, wo du es hattest, genau. Sprich, wir haben hier 98 Millionen Matic, die sozusagen als Liquidität zur Verfügung sind und 37,78% davon sind verliehen. Je höher das sozusagen an 100% kommt, diese Utilization Rate, desto schwerer wird es für dich als Verleiher, das wieder aus dem Protokoll rauszuholen. Weil wenn alles verliehen ist, es funktioniert ja eben nicht wie bei uns im Bankensystem, dass man Sachen verleihen können, die man nicht haben. Ja. Genau, das ist auch eine Besonderheit an DeFi. Kann nichts verliehen, es gibt keinen Fractional Reserve hier sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, es wären also gerade 37,63% der, das ist ja dann wieder, aber die sind ja schon abgezogen. Also sprich, sind diese 98 Millionen wahrscheinlich dann auch schon nur noch 63% der aller zur Verfügung stehenden Matic sozusagen. Also das würde für dich dann sozusagen als Leier des Protokolls wichtig werden, je höher das an 100% wird, und du hast hohe Beträge verliehen, desto schwerer wird es für dich, das wieder rauszuholen. Das ist jetzt, wie gesagt, was wir jetzt gerade hatten. Es ist nicht so wie bei der Bank, die einfach mal per Knopfdruck mal das Zehnfache von den Sicherheiten, die man hat, einfach mal aus den Fingern zieht, sondern man kann, wie gesagt, hier maximal 50% des Eingesetzten sich auch dann leihen. Wieder kurz zurück zum Dashboard. Hier sieht man wieder die Einmatic und dann sage ich, okay, ich leihe mir jetzt was. Ich kann mir zum Beispiel jetzt DAI leihen. Sage ich, okay, auch interessant. Ich zahle diese 2,14% hier, zahle ich nicht extra,
als Zinsen im Jahr, sondern die bekomme ich durch dieses Programm von Matic. Das heißt, ich bekomme halt, also ich muss dann die Zinsen zahlen in Höhe von 3,68% minus 2,13%. Und das macht das recht interessant. Das ist halt dann auch schon teilweise wirklich im 1%-Bereich bei manchen. Hier zum Beispiel noch um einiges weniger. Das heißt, man könnte sich Ethereum echt sehr günstig leihen. Und bei WrapBTC kriegt man sogar noch was raus, wenn ich das richtig sehe, ja? Genau, WrapBTC kriegt man zum Beispiel auch noch was raus. Mhm. Und das kann ich jetzt einfach mal machen. Ich sage jetzt hier, okay, ich kann mir jetzt maximal 0,35 DAI dafür gegenleihen für die einen Matic, die ich gerade eingesetzt habe. Ich mache jetzt einfach mal 0,2. Da sieht man jetzt auch gleich, das sage ich gleich nochmal, was dazu. Da kann ich jetzt wieder die Transaktion bestätigen. Wie gesagt, ich zahle jetzt 3,68% im Jahr, bekomme aber, wie gesagt, diese 2% in Matic Tokens, die dann hier oben rechts vorne angezeigt wurden. Und das kann ich mir jetzt einfach mal leihen. Habe wieder die Transaktion, die bestätige ich wieder. Und wenn die dann durch ist, geht in der Regel recht zügig. Könntest du dann mal auf den Block Explorer bitte uns den auch mal kurz zeigen, bitte? Das würde mich auch mal interessieren, wie der aussieht. Ah, das sieht da wie Etherscan aus, sozusagen. Okay. Genau, es ist effektiv genau das Gleiche. Okay. Also man kann hier oben sich einfach dann, er gibt hier einfach seine Adresse ein und dann sieht man alles, was man getan hat, was passiert ist. Okay. Genau. Da sehen wir sozusagen die ausgehende Transaktion da. Ein Matic ist rausgegangen, das ist das, wo du das verliehen hast. So. Genau, das habe ich gerade verliehen an Arbe. An dem Fall. Ans Protokoll, genau. Ja, das ist natürlich wieder Voreffekt. Jetzt dauert wieder ein Stück, aber es ist nicht so schlimm. Ich kann mal, wie gesagt, Gas Fees. Ja. man kann es auch noch immer ein bisschen erhöhen. Jedenfalls, ich komme jetzt vielleicht mal doch zu den Zahlen hier nochmal kurz. Was jetzt doch recht interessant ist. Erstmal ganz hier oben habe ich, jetzt sieht man, es ist durchgegangen. Ich habe hier oben meine Rewards. Da kann ich immer claimen. Ich habe jetzt ganz, ganz wenig Matic. Das steigt natürlich die ganze Zeit, weil ich ja natürlich auch gerade was bekomme. Und das kann ich einfach immer claimen, mir ausschütten lassen, wann ich will. Ist auch wieder einfach eine Transaktion und die geht dann durch. So, jetzt haben wir das DAI. Jetzt haben wir uns die 20 Cent geliehen. Das heißt, ich habe jetzt einen Kredit über 20 Cent aufgenommen. Und jetzt ist es recht interessant. Jetzt habe ich, okay, jetzt sehe ich hier, ich habe mir 20 Cent geliehen und ich habe 71 Cent habe ich eingelegt. Das ist jetzt in dem Fall eine Loan-to-Value-Ratio. Also wie viel habe ich eingelegt zu dem, was ich mir geliehen habe? Ich habe mir also von dem Eingelegten gerade 28,44% gegengeliehen. Und das haben wir ja hier von gesehen mit Matic. Ich könnte mir also maximal 50% bei Matic gegenleihen. Jetzt wird es interessanter. Hier nämlich Stablecoins sind nämlich schon 80%. Das heißt, ich kann mir bis zu 80% von dem, was ich eingesetzt habe, gegenleihen. Und jetzt kann ich auch sagen, okay, ich habe jetzt diese 20 Cent an DAI. Hm. Die setze ich einfach wieder ein. Die lege ich einfach wieder ein. Ich mache wieder die Transaktion. Hier sieht man auch nochmal, also ja. Nichts. Und lege diese DAI einfach wieder direkt ein. Darauf bekomme ich auch, weiß nicht, ob ich es abgebrochen habe, aber darauf bekomme ich jetzt auch wieder meine Renditen hier. In dem Fall sind es jetzt hier 2,44 plus 1,04% im Jahr. Und schon machst du Plus. Und schon mache ich Plus. Weil weil du dir ja die für 3% leist, 3,68% leist, 2,13% als kriegst und dann verleihst du die nochmal für 3%. Okay, ja. Das heißt, jetzt habe ich sozusagen schon mal Plus gemacht. Das ist bloß eine gute Frage, wo die jetzt hin sind. Ich glaube, es hat. Du hast jetzt nur diese erste Transaktion gemacht, in der du das sozusagen erlaubt hast, dem Protokoll das auszugeben. Genau, und jetzt machst du das Deposit. Das hat sie es also gemerkt? Ja. Okay. Das heißt, also die laufen, wie gesagt, immer im Hintergrund können die auch ablaufen, aber muss jedes Mal zweimal bestätigen. Einmal, Entschuldigung. Ja. Das ist ja DeFi Summer 2.0 im Prinzip, nur dass es nicht so krass abgeht, weil die Preise so am Boden sind. Weil das ist exakt das Gleiche, was letztes Jahr auf Ethereum passiert ist, so um die Zeit, exakt vor einem Jahr gefühlt, beziehungsweise vor 13 Monaten, nee, vor 11 Monaten so rum. Es ging im August so richtig los. Da haben auch alle solche Spiele gemacht.
Und da waren die Transaktionsgebühren in Ethereum aber auch noch niedrig genug, dass man das auch noch machen konnte. Okay. Ja, na gut, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es vor über einem Jahr war. Egal. Aber jedenfalls eingelegt. Krass. Man sieht es, ich hab meine DAI und jetzt ist das Witzige. Ich habe aus 70 Cent, habe jetzt schon 90 Cent gemacht. Diese 90 Cent, die arbeiten ja jetzt trotzdem für mich. Das heißt, ich kann sozusagen trotzdem meine Rewards bekommen. Ich und sollte mich mehr mit Matic beschäftigen. und bekomme sozusagen mehr dafür, oder es arbeitet mehr Geld für mich, als ich eigentlich habe. Ja. Das ist halt schon ganz cool. So, jetzt kommen wir nämlich zu dem Health-Faktor. Jetzt aber eine Zwischenfrage. Ja. Das sind ja jetzt Prozent pro Jahr, ne? Genau. So. Wenn sich jetzt die Umgebungsbedingungen ändern, volatil könnten diese Prozente sein. Recht volatil, aber meistens recht kurzfristig auch. Ich glaube, man sieht das sogar auch hier. Euer Himmelswind. Was auch immer das war. Aber man sieht es ja recht gut. Also es war auch um einiges höher schon. Problem dabei, dass er, wie gesagt, Matic hatte ja auch mit Aave hier dieses Programm, dass die sehr viel Matic ausgegeben haben, wenn du über die Polygon-Blockchain Aave nutzt. Das haben die jetzt um einiges eingeschränkt. Also sie geben, glaube ich, jetzt nur noch 20% von denen, was sie eigentlich ausgeben wollten, aus an Tokens. Und dementsprechend sind die APYs natürlich um einiges geringer. Also wo ich angefangen hatte, habe ich hier auf Stablecoins, hier habe ich, glaube ich, 8% bekommen, für das ich mir was geliehen habe. Und eingelegt um die 12 und bei Matic waren es um die 25%. Also es waren nochmal andere Raten. Aber wie gesagt, leider haben sie das gekürzt. Es gibt sowieso nur ein Jahresprogramm. Wichtig, es geht bis nächstes Jahr im Mai. Genaues Datum weiß ich nicht. Dementsprechend ist es leider wie vieles nicht unendlich so. Solange es doch funktioniert, kann man es auch gerne nutzen. Ich habe jetzt, wie gesagt, meinen Health-Faktor, da war ich jetzt vorhin. Es ist halt sehr wichtig, weil es leider geht nie alles ohne Risiko. Deswegen gibt es hier natürlich auch ein Risiko. Und das heißt, der Health-Faktor ist sozusagen, das zeigt an, wie groß dein Risiko ist. Man kann liquidiert werden. sprich, das passiert, wenn, warum auch immer, die geliehenen Werte hier mehr werden als das, was ich eingesetzt habe. Es kann aber in der Regel nicht passieren, wenn ich den gleichen Coin mit dem gleichen Coin leihe, weil dann wenn der Coin selbst sinkt, dann sinkt er das hier, was ich eingesetzt habe, aber es sinkt auch das, was ich mir geliehen habe. So, und das ist halt das große Risiko dabei. Wenn ich jetzt sage, ich lege hier jetzt einen Bitcoin rein, der ist bei 60.000, dann leihe ich mir jetzt 60% von dem Bitcoin gegen in US-Dollar. Dann habe ich das, wie gesagt, gegengeliehen, aber jetzt bricht der Bitcoin ein und fällt auf 15.000 Euro. Dann habe ich natürlich mir viel mehr gegengeliehen, als was ich hier eingesetzt habe, weil natürlich der Wert geringer ist zu dem, was hier drüben liegt. Und da habe ich ein sehr großes Problem, weil dann zeigt nämlich das Protokoll, aha, geht nicht, du hast mehr Geld ins Geliehen, als du eingelegt hast, dementsprechend gehen deine Positionen verloren. Und das ist halt wirklich das Problem, das ist halt dann weg. Also alles, was du einsetzt, ist dann weg. Das ist halt, wie gesagt, in Anführungsstrichen recht großes Risiko. Aber dieses Risiko kann man zum Beispiel komplett vermeiden, indem man sagt, ich mache einfach nur Stablecoins. Ich lege hier Stablecoins rein und ich leihe mir Stablecoins raus. Und das sieht man jetzt hier auch recht gut. Ich habe jetzt einen echt hohen Health-Faktor. Dieser darf niemals unter 1 fallen, weil wenn er bei 1 ist oder unter 1, dann heißt es, die sind gleich viel wert. Und unter 1 heißt dann, das, was ich mir geliehen habe, ist mehr wert. Sprich, ich habe jetzt hier einen recht hohen Health-Faktor. Ich kann sagen, ich leihe mir einfach noch was. Ich kann mir bis zu 0,29, dann kann ich mir leihen. Also ich mache jetzt mal 0,28 und das mal ein bisschen, sogar richtig. Na, machen wir mal hier. Alles, was geht, können wir uns leihen. Und jetzt sieht man jetzt auch recht gut, das, je nachdem, wie halt gerade natürlich, was gerade passiert. Hier 10. Juni, da ist, glaube ich, ziemlich viel gecrashed, da geht es natürlich hoch. Das heißt, du zahlst dann natürlich kurzfristig mal kurz um einiges mehr Zinsen, als die normale Rate ist. Sieht man hier wieder 8%, dann ist es wieder auf 3% eingependelt. Hier jetzt am Juli waren es auch wieder kurzzeitig 11% für ein, zwei Tage. Da geht es auch wieder auf 3%. Also das ändert sich, wie gesagt, schon. So, jetzt sieht man hier, der Health-Faktor ist runtergegangen. Das kann man jetzt auch ausrechnen, theoretischerweise, wie viel das hier jetzt steigen oder fallen müsste, damit ich liquidiert werde. Wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann,
dann wird limitiert, dann ist nämlich die Kohle weg. Aber dann ist noch ein Matic weg, ne? Also. Genau, dann ist jetzt in dem Fall nur das, was ich natürlich eingesetzt habe, ist dann weg. Das ist genau, das muss man bedenken. Also das ist ein Matic, wer dann einfach schnappt sich das Protokoll. Wenn man das jetzt mal vergleicht, dieses Risiko, dass dieser eine Matic weg wäre, verglichen mit einer Risikoanlage im klassischen Finanz- oder Anlagesektor, womit könnte man diese Anlageform vergleichen? Ja, wie gesagt, in dem Fall kommt es jetzt wirklich darauf an, wie man das Ganze benutzt. Wenn du wirklich sagst, man legt nur Stablecoins ein und leiht aber auch nur Stablecoins gegen, ist meiner Meinung nach das Risiko recht gering. Also ich würde es mal so sagen, so kommen ungefähr an Aktien oder vielleicht sogar Staatsanleihen. Ja? Man muss bedenken, es ist trotzdem ein Smart Contract. In der Theorie kann das Ganze natürlich gehackt werden. In der Theorie. Es ist natürlich hier Aave, es ist ein Riesenmarkt, es ist sehr viel Geld drin. Das heißt, dieses Smart Contract wird auch genug geprüft. Und man sieht auch, dass der ziemlich sicher ist im Vergleich zu wahrscheinlich vielen anderen. Deswegen würde ich jetzt, wie gesagt, ein Gegenleihen von Stablecoins als sehr sicher ansehen. Wie gesagt, anders, was ich vorhin gemeint habe, wenn du es wirklich nutzt und sagst, boah, ich lege jetzt hier 10.000 US-Dollar ein und ich leihe mir jetzt Ethereum, weil ich der Meinung bin, dass der Ethereum-Preis extrem fällt. Wäre natürlich dumm, wenn ich mir Ethereum leihe und ich hoffe, dass der Ethereum-Preis steigt. Weil, dann haben wir wieder das Gleiche. Dann wäre hier drüben, wäre ja dann auf einmal Ethereum viel mehr wert, als das, was ich eingesetzt habe. Und dann werde ich wieder liquidiert. So, was man jetzt aber zum Beispiel machen kann. Man kann sagen, okay, ich lege jetzt die DAI ein, weil ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Ich nehme sozusagen einfach nicht mein eigenes Geld. Ich hinterlege das, bekomme ja meine entspannten 3,5% im Jahr und ich lasse dich einfach liegen. Und jetzt leihe ich mir für 80% nochmal DAI gegen. Aber ich gehe davon aus, dass der Kryptomarkt richtig explodiert. So, jetzt habe ich meine DAI in meine Wallet, weil das kriegt man einfach an die Wallet überwiesen. Das habe ich in meine Wallet, ich kann damit machen, was ich will. Ich kann das abheben, ich kann wirklich machen, was ich will damit. Und dieses DAI, was hier jetzt liegt, das wandle ich jetzt einfach in Ethereum. Das heißt, ich habe immer noch meine Stablecoins, meine sicheren Stablecoins, habe aber trotzdem auch Ethereum im Wert von 80%, was ich hier eingelegt habe. So, und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der Markt gerade richtig gut gefallen ist, ich will es einkaufen, dann habe ich dadurch die Möglichkeit natürlich, ja, wie mein Investment so ein bisschen zu hebeln und natürlich auch, ja, das Risiko, sag ich mal, kleiner zu machen. Das Risiko dabei natürlich, Ethereum jetzt fällt auf null. Dann muss ich das hier zurückzahlen, habe aber nichts mehr. Ja, also da muss ich natürlich wieder von mir selbst einzahlen, ist klar. Aber theoretischerweise ist es dadurch möglich, es mehrmals, ja, wie so ineinander greifen zu lassen und sich dadurch auch Marktmöglichkeiten zu nutzen. Weil ich will einfach meine DAI behalten, aber ich sage, ich will jetzt was kaufen, dann leih ich mir ein bisschen was gegen, hol mir dafür irgendeinen Coin, den ich cool finde. Und dann kann man da hoffen natürlich, dass der steigt. Weil wenn der steigt, dann kannst du ihn wieder verkaufen und kannst hier um einiges halt das zurückzahlen, umtauschen in DAI und den Gewinn kannst du behalten. Dann kannst du spielen, kannst du einfach liegen lassen, was auch immer. Das macht es schon recht interessant. Das ist halt so, finde ich, der sinnvollste Use Case für das Ganze. Dass man halt wirklich mal auch auf Marktsituationen reagieren kann, ohne dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt mein eigenes Geld benutzen. Weil ich freue mich hier über meine DAI. Soweit so gut. Was jetzt, denke ich, ist Aave erstmal, oder gibt es jetzt noch Fragen von euch, wo ihr sagt, okay, ist jetzt absolut unklar, weil sonst wäre ich jetzt mit Aave erstmal durch, sonst würde ich jetzt mal weitergehen, was ich jetzt mit diesen geliehenen Stablecoins zum Beispiel machen kann. Ich habe dazu erstmal keine Fragen mehr. Ich bin, okay. Ich bin hin und weg von diesem ganzen Ding, dass du aufs Leihen nochmal Bonus-Matic kriegst und dann dadurch eigentlich Gewinne machst durchs Leihen und Verleihen. Und dieses ganze Spielereien, was du gesagt hast, das ist ja im Prinzip, wäre für mich jetzt, dachte ich eigentlich, das ist sowas, was dann die Liquidity-Farming-Protokolle alles automatisch machen, damit du das nicht, das sind ja auch noch irgendwelche Taktiken, beziehungsweise, ja, mir fällt jetzt das bessere Wort gerade nicht ein dazu, die das automatisch in einem Smart Contract machen, was du jetzt hier per Hand machen würdest. Es ist krass. Bitte zum nächsten. Genau. Also jetzt kommen wir auch zu Liquidity-Mining. Ja. Also sprich, das, was ich mir jetzt hier rausgeliehen habe, ich habe jetzt gerade geschaut, ich habe jetzt gerade noch 0,298 DAI. Die habe ich jetzt gerade noch übrig vom Line. Und die will ich jetzt als Liquidität dem Netzwerk bereitstellen, damit die Leute auch ihre Stablecoins
ihr USDC in USDT zum Beispiel oder ihr DAI in USDT tauschen können, instant, ohne dass sie ewig darauf warten müssen, dass jemand anders sagt, hopp, ich verkaufe dir jetzt meine. Ja. Zum Beispiel Sushi. SushiSwap kooperiert auch mit Matic, das kann man hier auswählen. Hier, wir haben mittlerweile einiges. wie gesagt, Matic kann man einfach auswählen, dann ist man eben auch in diesem Matic-Bereich. Und da bekommt man halt natürlich den Sushi-Token selbst als Reward, sowie die Matic-Tokens auch. Und jetzt haben wir hier, schauen wir einfach mal, was es so gibt. USDC DAI zum Beispiel, könnte man es nehmen. Gibt den jetzt 5% im Jahr. Ist jetzt nicht so super, aber ist auch viel besser als bei der Bank. First World Problems. Genau, First World Problems. Also man muss sagen, meine Meinung nach, alles meine Meinung, muss nicht die Realität widerspiegeln, ist Sushi auch recht sicher. Riesenladen, sehr viel Kapital darin, also alles getestet, funktioniert auch alles sicher schon, sehr viele Hackerangriffe überstanden, nie was passiert. Dementsprechend bin ich der Meinung, es ist recht sicher, zum Beispiel sein Geld hier anlegen zu können. Also alles keine Anlageberatung, muss man leider in Deutschland dazu sagen. Ne? Aber jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt hier an diesem Liquidity Pool teilnehmen. Ich habe jetzt meine DAI, aber jetzt brauche ich irgendwie noch die USDC. Jetzt habe ich einen Pool und sage, okay, ich könnte jetzt was adden. Also was hinzufügen zu dem Pool. Ich will DAI und ich will USDT. Und ich habe 0,029 DAI, aber ich habe keine USDT. Das heißt, man geht auf die Swap-Seite von SushiSwap. Und dann kann ich jetzt aber auswählen, okay, ich habe meine DAI, 0,29 und ich will da jetzt, wir machen jetzt einfach mal 0,1. Das liegt will halt ich, immer daran, um es nochmal kurz allen zu erklären, da du hier dieser automatische Market Maker, der braucht ja etwas, wenn man es hin und her tauschen will, man kann es nicht nur single-sided sozusagen einseitig die Liquidität zur Verfügung stellen, sondern man muss es immer auf beiden Seiten, muss man das zu gleichen Teilen in den Liquiditätspool reinsetzen und das ist deswegen müssen wir uns jetzt USDT kaufen. Also. Genau. Zu dem Pool sage ich dann auch noch kurz was über Impermanent Loss und so weiter, also über die Risiken davon. Hast du zum Glück ja bei USDT und DAI nicht. Genau, habe ich ja, minimal, aber von abgesehen, weil es ist effektiv das Gleiche. Mal ein Cent hin und her, aber das, wie gesagt, merkt man nicht und tut sich auch in der Performance dann nicht widerspiegeln. Jetzt müsste leider die Transaktion erstmal durchgehen. Aber dann mache ich mal kurz hier. Gibt es sowas wie Banker auch schon auf? Ich glaube nicht, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also nutze ich selbst halt nicht. Weil die bieten das nämlich an mit der Single-Sided Liquidity. Da muss man nicht, hat man nicht immer genau das Problem, nicht, was du jetzt hast. Ja, genau. Dann gibt man nämlich nur USDT oder nur DAI in das Protokoll. Genau. Auch ganz cool. Man kann hier, wie gesagt, die Coins auch direkt MetaMask hinzufügen. Dadurch spart man sich das Raussuchen von dem Contract mit dem Coin. Dementsprechend ist das jetzt alles auch, wird in meinem MetaMask hier angezeigt. Genau. Also dauert noch kurz, bis es dann umgetauscht ist. Und wenn ich dann, wie gesagt, diese beiden Assets hier habe, dann kann ich in den Pool gehen und kann hier diese Liquidität dann eben hinzufügen. Und sagen, ich habe jetzt hier meine DAI und ich die USDT. Jetzt ist es hier auch durch. Jetzt kann ich hier einfach sagen, ich nehme meine USDT, die ich jetzt gerade umgetauscht habe. Die müssen natürlich in gleichen Teilen zu dem DAI eingesetzt werden. Ein Pool besteht, wie gesagt, 50-50 aus beiden. Und dann kann ich das wieder hier den Smart Contract hinzufügen, zustimmen. Was hier zum Beispiel, wenn man jetzt eine Seite hat, wo man sagt, oh, vertraue ich nicht so ganz, dann kann man hier so ein Custom Spend Limit einstellen, was immer noch recht sinnvoll ist und sagen, du darfst mir maximal ein DAI ausgeben, ein was auch immer. Mehr kriegt ihr nicht zur Verfügung und wenn zum Beispiel es gehackt wird oder so weiter, habe ich kein Problem, weil der Smart Contract kann ich mehr als ein DAI von meinem Konto einfach abheben. So, Sushi passt alles, deswegen sage ich jetzt, mach was du willst. So, die Transaktion geht wieder durch, dann habe ich diese Liquidität. Du hast jetzt dann nochmal ganz kurz, du hast dann jetzt also, unten zeigst du das an, vor Confirm Adding Liquidity, du hast also unter 0,001% des Pools jetzt, also hier zeigst du nochmal genau, ja. Das ist dein Teil am Pool, ne? Und dann kriegst du 0,25% oder was hatte ich da gerade gelesen? Genau, so in dem Dreh, manchmal sind es auch, glaube ich, 0,3, also
kommt also aufs Protokoll drauf an, wie viel Transaktionsgebühren es sind. Genau. Jetzt habe ich das schon. Jetzt habe ich die Liquidität bereitgestellt und ich habe jetzt, wie gesagt, meine 0,002259% an diesem Pool, also sprich an diesem DAI USDT Pool. Und diese Tokens, diese mit den ganz vielen Nullen hier, einen ganz kleinen Bruchteil von diesen Pool Tokens habe ich jetzt. Und die kann ich jetzt sagen, die stake ich jetzt. Ja. Oder die haue ich jetzt in meine Farm. Da hatten wir ja vorhin, glaube ich, das habe ich natürlich, habe ich natürlich wahrscheinlich falsch gemacht. Jetzt habe ich DAI und USD, genau, jetzt habe ich DAI und USDT getauscht und nicht DAI und USDC. Es gibt keine DAI USDT Farm. Yep. Sprich, ganz kurz wieder raus, aber das ist das Schöne, wenn man Fehler macht, ist nicht schlimm. Zumindest nicht auf Matic. Zumindest nicht auf Matic, weil man kann einfach alles für sehr günstig wieder rausholen. Aber es kostet doch eine Herausholgebühr, ja? Ja, genau. Es kostet immer Einsetzen kostet Gebühr, Rausholen kostet Gebühr. Aber natürlich, wie gesagt, alles im Bruchteil von Cents. Mhm. Dementsprechend wirklich zu vernachlässigen. Weil es ja alles eine Smart Contract Interaktion ist. Halt. Genau. Also alles, was man macht, ist eine Interaktion mit einem Smart Contract. Einmal, dass du es... Wenn es dieses Pärchen nicht gab, warum hat das dann überhaupt reingeschrieben? Dann könnte man da nicht auch, wenn es das gar nicht gibt, was ich da machen will, auch sagen, nee, dann wird es nicht ausgeführt. Also, was recht interessant ist, dieses Pärchen gibt es sicher auch auf anderen Plattformen, auf anderen Protokollen. Sushi Swap ist dafür eben jetzt nur zuständig, um diese Pool-Tokens dir bereitzustellen. Aber diese Pool-Tokens müssen nicht unbedingt auf Sushi Swap oder hier auf sushi.com eingesetzt werden. Das Paar DAI USDT gibt es, aber es ist nicht im Farming-Programm dabei. Das ist jetzt der Unterschied. Da komme ich jetzt zum Beispiel mal zu Curve. Ja. Die Seite ultra hässlich, ganz schlimm, was sie gemacht haben, aber es funktioniert. 90er-Jahre-Style. Genau. Aber es ist schön und es funktioniert. Man sieht ja auch 500 Millionen eingesetzt und hier haben wir jetzt zum Beispiel, hier kann man sagen, okay, wir haben jetzt auch so einen Pool. Da kann ich jetzt DAI, USDT, USDC und so weiter einsetzen. Und da kann ich jetzt, wie gesagt, einfach auswählen und das ist jetzt egal, was ich für eine Währung habe. Ich könnte jetzt auch sagen, hier, weil es wird immer auf alle drei aufgeteilt. Ich kann nur DAI einsetzen und es wird automatisch auf alle drei zum Beispiel aufgeteilt. Aber wir bleiben, genau, die Liquidität ist wieder raus. So mehr oder minder. Und wie gesagt, was man jetzt auch dazu sagen muss, diese ganzen Schritte, wo ich jetzt hier ausführe, würde normalerweise viel länger dauern auf Ethereum, weil einfach die Transaktionen schon sehr lange dauern, außer man zahlt wirklich richtig viel dafür. Du wärst doch bei langsamen Transaktionen jetzt schon um ein Vielfaches deines Einsatzes hier, wenn wir hier mit 10 Cent so arbeiten, schon ja. Lange. Das wären jetzt bestimmt schon so um die 100, 200 Euro, locker, die jetzt an Transaktionsgebühren auf Ethereum zusammengekommen wären. Ja, also wirklich ist kein Vergleich. Jetzt hoffe ich halt, dass es mal durchgeht. Weil ich hätte gerne meine Coins kurz wieder. Genau. Also, wenn ich das dann am Schluss hier habe, dann habe ich ja, wie gesagt, dieses Paar hier, hatte ich jetzt gerade eben DAI und USDT. Und hier hätte ich dann diese Coin sozusagen, diesen Liquidity Token. Und der wird mir hier dann angezeigt als Wallet Balance. Und den kann ich hier dann einfach hier auf Max klicken und kann hier dann staken. Und wenn ich diesen stake, bekomme ich 4,93% im Jahr. Zusätzlich zusätzlich zu dem und zusätzlich zu dem 0,25% mal deinen Poolanteil, wenn jemand einen Swap auf dem Paar macht. Mhm. Na? Das heißt, diesen Anteil, den stakest du, den legst du in einen Staking-Pool, wo auch andere drin sind und stellst gemeinsame Staking-Liquidität bereit. Genau. Alles klar. Genau, also die Transaktion lässt gerade ein bisschen auf sich warten. Aber ich denke mal, das Prinzip ist klar. Wichtig ist, wie gesagt, dass man halt hier die richtigen Positionen auch auswählt. Sich vorher guckt, okay, in was für einen Pool will ich denn gehen? Und gibt es hier zum Beispiel auch auf QuickSwap. Auch sieht man hier. Scheinbar das ist ja eine 1:1 Kopie von Uniswap wieder. Genau, sieht das alles ja effektiv immer gleich aus. Da kann man auch
eben diese Pool-Tokens hier erstellen, indem man hier jetzt verschiedene Tokens einsetzt. Ja. Der Omen für einen Token. Das ist ein bisschen ein Nischenprodukt. Ja, ist schwierig. Also bin ich gerade so ein bisschen drin. Finde ich recht interessant. Ist ein recht neues DeFi-Projekt. Gibt es noch nicht so lang. Ich muss jetzt gucken, dass ich nicht zu viel zeige. Und zwar gibt es auch wieder ganz normalen Swap. Also es ist eigentlich sowas wie Sushi. Nur haben die sowas wie, das heißt Cauldron. Das ist, da können zum Beispiel andere Projekte ihre Tokens bereitstellen oder halt anbieten. Und dann die kann man dann mit, indem man zum Beispiel, ja, ich habe hier zum Beispiel 6,8 USDC damals ja eingesetzt und dafür habe ich 21 von diesen Tokens bekommen. 9 USDT und dafür habe ich 21 von den Tokens bekommen und habe aber 6,8 von meinen USDC wiederbekommen. Sprich, das ist wie so ein Launchpad. Die bieten einfach an, dass sich kleine Projekte ihre Coins hier Crowdfunding, sowas. Also die bieten das hier an und dann kann man sagen, okay, ich will jetzt hier einfach mit ein paar US-Dollar rein und dann kriegt man halt dann an dem Tag, wo es dann fertig ist, hier sieht man auch, 9 US-Dollar habe ich eingesetzt. Und dann bekommt man dementsprechend diese Tokens halt raus. Und dann vielleicht wird es was, das Projekt, wie auch immer. Aber grundsätzlich, das finde ich sehr interessant. Ist echt noch ein sehr kleines, man sieht ja 22 Millionen, ist auch, man muss wirklich sagen, das ist hohes Risiko. Würde ich niemandem empfehlen, der keine schwachen Nerven hat. Weil dieser Token war auch schon bei 1 Dollar. Also, ne? Mir geht es ein bisschen um das Projekt. Ich finde es interessant. Die bieten so bisschen doch was anderes an. Die sagen, okay, jeder bekommt so Dividenden einfach jeden Freitag anteilig an dem, was man jetzt eingesetzt hat. Und zum Beispiel sieht man hier, ich habe jetzt so ein bisschen was gefarmt gehabt und das kann ich jetzt einsetzen und habe hier meine Omen Tokens, die sind jetzt gerade 4,78 Dollar wert. Und wenn ich das hier drin liegen habe, dann bin ich sozusagen, dann darf ich diese USDC-Dividenden jeden Samstag bekommen. Und je mehr ich natürlich in diesen Portalen und so weiter drin habe, desto mehr bekomme ich an Dividenden. Und das gibt schon so ein bisschen so ein, ja, wie einen kleinen Ansporn, dass man doch diesen Token auch nutzt. Auch hier über sowas, dass man halt dadurch dann da teilnehmen kann. Ist recht interessant. Da bekommen wir mal ein paar Dollar dann in der Woche ein bisschen herangezeigt. Das kann man sich einfach dann auszahlen lassen. Ist ein kleines Projekt. Ne, also. Also Omen ist ein Launchpad sozusagen, ja? Ja, die bauen die Plattform für viele Sachen. Also es ist einfach wie, auch hier sieht man wie so ein Portal, wie so ein Staking, wo man staken kann. Aber sie wollen es eben auch noch ausbreiten. Hier zum Beispiel bekomme ich jetzt hier am 23. Juli, in 3 Tagen, bekomme ich hier diese Crystal Tokens. Einfach wie so ein Airdrop. Keine Ahnung, was das ist auch egal. Ich finde es interessant, ich mache einfach mal mit. Und dann die kann man halt verkaufen oder was auch immer. Vielleicht ist es ein gutes Projekt, weiß ich noch nicht. Aber es gibt halt, wie gesagt, viele Möglichkeiten in diesem Bereich. Ja, die Renditen dort sind natürlich um einiges höher. Aber es ist natürlich auch ein großes Risiko, weil dieser Token, der war, wie gesagt, das war schon mal bei 1 Dollar. Die haben dann aber auch mal die Tokenomics noch selbst geändert. Also es gibt meiner Meinung nach in Anführungsstrichen sichere Projekte, sowas wie SushiSwap zum Beispiel. Jetzt habe ich es auch removed. Du hast noch eine fehlgeschlagene Transaktion dabei. Das war wahrscheinlich die, dass du zweimal einen Remove gemacht hast. Ja, genau. Ah, okay. Das hat es dann beides durchgeführt. Okay. Genau, jetzt kann ich wieder sagen, okay, ich habe jetzt, oh nein, ich habe falsch gemacht. Ich habe aus Versehen Tether gekauft. Ich will aber USDC. Und wenn ich das jetzt umtausche, dann sehe ich auch, ich habe diese Gebühren, Liquidity Provider Fee. Und genau das hier ist diese Fee, genau hier 0,25%. Und das ist diese Fee, die ich bekomme, wenn ich später meine Pool-Tokens hier drin stake. Das ist sozusagen, was an die Leute geht. Ja, das ist das, anteilig was, zu deinem... Genau, anteilig zu dem, was ich an prozentualen Anteil an dem Pool halte. Und diese Sushi-Fee ist deshalb, was dann an die Plattform selbst geht. Slipperage Tolerance ist einfach, dass wenn jetzt der Preis in der Zeit, wo die Transaktion durchgeht, wo das hier gerade alles abläuft, und mehr als 0,5% steigt, von welchem Asset auch immer, dann wird die Transaktion zum Beispiel nicht durchgehen. Aber ich will das jetzt haben, ich will jetzt meine Tether in USDC-Coin tauschen, weil ich froh bin, dass die Transaktionsgebühren so günstig sind. Ich kann das jetzt hier wieder direkt hinzufügen zu meinem MetaMask.
Jetzt muss ich auf die Transaktion warten und dann kann ich den einfach hier wieder, genau, kann ich hier wieder hinzufügen. Jetzt habe ich wieder meine DAI. Ups. Meine DAI und USDC, das wollte ich ja. Und die kann ich jetzt wieder als Liquidität einfach einsetzen. Also wir sind jetzt bei ungefähr $300 Ethereum-Gebühren. So im Vergleich. Ja, also wie gesagt, so diesen Workflow, sage ich mal so, der halt auf Polygon, auf Matic da möglich ist, den bekommt man halt niemals jetzt auf anderen Chains. Selbst bei einem Smart Chain, wo das ja schon als super günstig gilt, werden es jetzt trotzdem schon einige Euros. Wenn das jetzt dadurch, dass das alles so günstig ist, dann müsste doch eigentlich ein Transaktionsvolumen komplett darauf rüberschwappen. Wartet man da noch auf oder passiert das schon? Also es ist sehr viel tatsächlich wirklich auf Matic auch übergeschwappt jetzt, wo dieses Rebranding rausgekommen ist, seitdem die Blockchain halt ja für die Öffentlichkeit wirklich zugänglich ist. Mhm. Und es hat man, am meisten hat man es wirklich im Preis gesehen. Klar, Angebot und Nachfrage ist ja logisch. Auf einmal hat es alles funktioniert, die Leute haben gemerkt, boah, man kann richtig viel Rendite hier machen. Es ist viel günstiger, es hat so viel mehr Vorteile, es hat die ganzen Nachteile, die Ethereum hat, hat es nicht. Und dann siehst du halt, ist wirklich der Token, der Coin selbst im Preis, im Market Cap ist halt dann explodiert. Weil das ist ja das Gute immer noch, es ist ja trotzdem irgendwie Utility da. Es ist ja irgendwie ein Nutzen da in den Transaktionsgebühren, weil du zahlst ja trotzdem die Transaktionsgebühren, wenn auch sehr, sehr wenig, in Matic. Aber du brauchst trotzdem immer Matic, um das Ganze überhaupt zu nutzen. Und wie gesagt, sie schmeißen einem auch viel Matic zu. Hier zum Beispiel wie 10 Aave, also das bekommt man einfach alles zugeschickt, damit man es halt auch nutzt, damit es natürlich attraktiver ist. Ich hoffe jetzt, dass es mal durchgeht, weil dann das war die Transaktion von vorhin, weil dann könnte ich das noch ganz kurz mit dem Pool machen. So, sehr schön. Jetzt habe ich die Position. USDC, DAI. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig. Wahrscheinlich habe ich es nämlich schon wieder. Ich hoffe, ich kann die jetzt nutzen so und ich müsste nicht DAI USDC machen. Das kann auch passieren. Nee. Aber ich glaube, ich kann es nutzen, ja. Das würde mich sehr wundern. Also da habe ich tatsächlich noch nie drauf geachtet, aber ich kann es nutzen, genau. Ja. Ups, Max, genau, das ist jetzt mein ganz kleiner Anteil. Den kann ich jetzt wieder hier bestätigen lassen. Ja, ich will, dass Sushi diese Tokens für mich ausgibt, also in das Staking hier liegt, über den Smart Contract. Und deswegen lasse ich das zu. Und wenn dann die Transaktion durchgeht, dann habe ich dann letztendlich die Tokens hier schön reingestaked und bekomme auf diesen Anteil hier 4,9% im Jahr an Matic, an Sushi ausgezahlt. Sushi und Matic, oder? Genau, beides. Ja. Okay, nice. Sieht man hier, jetzt müsste man jetzt ein bisschen rumrechnen, wie viel ist ein Sushi wert, wie viel sind dann 96 Sushi. Und wie viel ist ein Matic wert, wie viel ist dann hier, also das heißt, man kriegt hier gerade um einiges mehr Sushi als Matic. Genau, sehr schön. Das bedeutet, jetzt müssen wir mal kurz gucken, das ist ein bisschen umgebaut tatsächlich. Genau, das ist dein Pool. Ja. Und jetzt müsste es eigentlich das auch in der Farm anzeigen. Normalerweise wird es hier immer direkt also die oben, die, wo man drin ist, wird dann angezeigt. Ja. Das ist auch noch nichts an. Es wird noch, vielleicht ist die Transaktion noch nicht durch. Eigentlich müsste sie durch sein. Ach, das ist wieder nur approved. Jetzt müssen wir staken, ja. Es sind ja immer zwei, also für alle, die noch zugucken, alles sind immer zwei Transaktionen, die man approven muss. Sagen. Optimal jetzt aber. Jetzt ist er durch und jetzt sieht man auch, jetzt habe ich meinen hier auch gestaked und jetzt wird es auch angezeigt. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir es. Wahnsinn. Dann gibt es noch sowas, was 2x Rewards Farms gibt es auch noch. Das habe ich jetzt heute auch erst gesehen. Wahrscheinlich werden sie da einfach den Matic-Teil verdoppelt haben oder auch nicht. Deswegen ist es hier kein Unterschied. Das habe ich jetzt heute auch, gibt es scheinbar erst seit heute. Hier oben ändert sich was in der URL, aber das war es auch. Vielleicht bauen sie das gerade irgendwie auf.
Genau, es war jetzt auf SushiSwap und das kann man auf allen möglichen anderen Plattformen. Auf Curve zum Beispiel kann man es auch machen. Gucken, was wir noch so haben. DeFi. Ist auch noch eine Exchange, finde ich auch recht interessant. Es ist auch ein AMM, also man kann ja auch einfach tauschen. Kann hier Liquidity auch bereitstellen, was ich gerade genauso gemacht habe. Und man kann hier in die Farms gehen. Wir bekommen, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Was hier recht auch interessant ist, man kann diese DeFi-Tokens, man sieht ja 8 DeFi habe ich schon gefarmt, ganze 8 DeFi, ganze 1,32 Dollar. Und die kann man aber sich nicht direkt auszahlen lassen. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Schutz dahinter. Also es ist halt alles, man muss immer gucken, welche Farm hat irgendwie ein sinnvolles Konzept. Viele, da bekommst du die Tokens, die kannst du einfach direkt verschabeln für einen Stablecoin und dann ist natürlich auch irgendwie nichts dahinter. Die wollen natürlich, dass der Token auch genutzt wird. Und deswegen gibt es ja auch, ja, hier sehen wir zum Beispiel schon, da bekommen wir schon 37% auf Stablecoins. Also das ist schon recht ordentlich. Aber meistens ist es immer so, je höher der Gewinn oder die Prozente, die Zinsen, die man bekommt, desto höher ist auch das Risiko. Das war es jetzt eigentlich grundsätzlich. Ich würde ganz zum Ende noch Rugdog. Eine recht wichtige Seite meiner Meinung nach. Da sieht man eigentlich alle Farms, die es so gibt. Und die schauen die immer durch. Die gucken, ist irgendwas am Smart Contract? Hier sieht man High Risk. Also wenn was geruggt wird, dann heißt es meistens, dass zum Beispiel deine Kohle einfach abgezogen wird, die sozusagen geklaut wird. Dass halt in diesem Smart Contract irgendwelche Sicherheitslücken drin sind, dass der easy gehackt werden könnte. Und diese Seite, diese Leute schauen das eben alles immer durch. Das sehen wir jetzt hier auch SushiSwap, Sushi gucken. Kannst du da auch mal dann nach Torchain suchen? Die sind ja, da müssen wir nicht mal gucken. Die sind schon geruggt worden letztens. Ich weiß. aber es ist doch eigentlich ein eigenes, oder? Ja, das ist eine eigene. Das hier geht es nur um sozusagen um Farms auf, genau. Auf Polygon, ja? Ja. Okay. Jetzt muss ich gehe kurz auf alle, weil dann ziehen wir jetzt auch Sushi. Sushi müsste da auch irgendwo kommen. Normalerweise. Zum Beispiel PancakeSwap. Machen wir jetzt mal als Beispiel. Ist ja auch ein recht großes, bekanntes Projekt. Und da schreiben die halt viel drüber, wie sie hier ist, wie es funktioniert und so weiter und so fort. Das sieht man hier auch, kann man auch direkt immer die ganzen Contracts selbst anschauen. Nochmal von SushiSwap in dem Fall. Hier sieht man gerade, hier das sind 1,7 Milliarden Dollar gerade drin. Und da steht ja auch alles dazu. Also für die Geeks, die das alles durchschauen wollen. Das zeigt es hier gut an. Die bewerten das alles und dann kann man sagen, okay, man geht davon aus, dass das Risiko recht gering ist, dass hier jetzt irgendwas mit deinem Kapital passiert. Genau. Kann ich empfehlen, Rugdog immer gucken, wenn man in der Farm, oh ja, ich bekomme 10.000% im Jahr, erstmal schauen, gibt es sie hier. Und genau, und dann kann man da ein bisschen so Risiko abwägen. Ganz zum Schluss jetzt vielleicht noch ein was, und zwar, was ich gemeint habe mit dem Impermanent Loss. Das bedeutet, ein Pool immer 50%. Bei Stablecoins ist es kein Problem, die bleiben im Preis gleich. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe jetzt einen Pool aus USDC und Ethereum, was auch immer, also sprich ein volatiles Asset und ein Stablecoin, dann gibt es sowas wie Impermanent Loss. Was bedeutet das? Das heißt, ich habe Mein Token A, das ist der Stablecoin, der ist 1 Dollar wert. Und ich habe meinen Token B, der ist Ethereum, der ist 1.800 Dollar wert. Und jetzt sage ich, mein Token A, der Stablecoin, der bleibt ja trotzdem immer gleich, aber Ethereum ist jetzt eskaliert total und steigt auf 4.000. Dann habe ich sozusagen einen Impermanent Loss von 7,47%. Was heißt das jetzt? Das heißt nichts anderes, als dieser Pool kauft immer das Asset ein, damit er wieder bei der 50-50 Verteilung ist. Sprich, Ethereum moot total, der Preis verdoppelt sich, verdreifacht sich, was auch immer. Das bedeutet aber, dass mein Stablecoin immer gleich bleibt. Das heißt, mein Ethereum im Pool werden verkauft und dafür werden Stablecoins gekauft. Und genau das ist das Problem, weil ich habe jetzt sozusagen 7,47% weniger an Wert in meinem Pool, als ich hätte, wenn ich einfach nur Ethereum gehalten hätte. So, das muss man halt wichtig sein. Und darauf muss man halt achten. Und wenn du jetzt wirklich irgendeinen Trashcoin hast, irgendeinen Farm-Token, wo es, keine Ahnung, ein Unlimited Supply gibt und die einfach nur rausgehauen werden, wo man davon ausgeht, dass die Richtung Null geht,
gehen. Und dann nimmt es wirklich die Farm mit dem Stablecoin und diesem Trashcoin und sagt, die haben beide einen Dollar und der ist aber am Schluss nur noch einen Cent wert. Mhm. Ja, dann habe ich 80% von meinem Kapital verloren. Da muss man halt wirklich aufpassen. Und deswegen, Stablecoin-Farms sind die sinnvollsten, immer die Stablecoin-Pairs. Und dann kann man recht wenig falsch machen. Mal gucken, wie es hier aussieht mit meinem Rugdoctor, was ich gerade gezeigt habe, rugdoc.io. Die Farms anschauen und wer auch nochmal sicher gehen will, hier auch schön Stablecoins gegen Nein. Und dann kann man nichts falsch machen und dann freut man sich über. Ich habe mal ausgerechnet, also noch zu guten Zeiten bin ich so um die 80-90% im Jahr gekommen durch dieses Hin- und Herleihen und so weiter auf Stablecoins. Das ist schon ziemlich krass. Jetzt ist man noch, wenn man kommt auf an auf die Farm, aber jetzt kommt man noch so auf 40-30%. Also kein Vergleich zu irgendwelchen Banken. Und es macht auch Spaß. Kann so ein bisschen hin und her probieren, Strategien austesten. Und das war's dann auch. Das ist dann die Hof, vielleicht noch ein, zwei Fragen. Ja. Wie hoch war denn jetzt hier auf 11 die Erneuerungsrate? Du sagtest ja vorhin eins, auch das habe ich noch nicht gesehen, das muss erst einen Tag alt sein. Aber wie häufig ändert sich die ganze Oberfläche? Und du musst das ja alles irgendwie für dich selber erstmal intern auch nachvollziehbar machen, was bedeutet. Beschäftigst du dich täglich damit oder wie ist das? Also schon täglich, weil in dem Fall hier sehen wir zum Beispiel, ich schaue immer, was haben die jetzt hier für Updates auf Twitter zum Beispiel, direkt angezeigt, ich gucke, was passiert, was läuft, was haben sie vielleicht neu rausgebracht. Und natürlich, ich will ja auch das, was ich bekomme, will ich ja hier auch mir nehmen, ja, und wieder anlegen oder was auch immer damit machen. Das heißt, ich bin sowieso eigentlich in dem DeFi-Space jeden Tag, sag ich mal so, unterwegs. Mhm. Jetzt ist mit dem Sushi zum Beispiel, habe ich jetzt gerade selbst keine Farm. Deswegen habe ich jetzt schon längere Zeit wieder nicht mehr reingeguckt. Aber eigentlich ist es alles learning by doing. Es ist meistens recht selbsterklärend. Und das Gute ist wirklich, man kann mit sehr kleinen Beträgen bei Matic anfangen und sagen, wirklich, ich fange mit $1 an. Und wie funktioniert das alles? Ich probiere es, ich teste. Und wenn ich irgendwas kaputt gemacht habe, ist meinetwegen mein $1 weg. Ist ja jetzt nicht die Welt. Ja. Deswegen einfach ausprobieren, lesen, Videos gucken, wie es funktioniert. Einfach auch testen. Es steht auch oft viel dabei, wie was funktioniert. Deswegen, und hier dieses, was ich jetzt auch gerade, jetzt gehen wir trotzdem nochmal kurz auf Rugdoc. Spooky Finance kenne ich noch. Genau. Die haben auch sowas wie den Farms-Kalender hier. Da sieht man, okay, welche Farm kommt zu welchem Tag raus. Und dann steht auch schon oft, ist auch schon dabei, okay, High Risk, Some Risk und so weiter. Und da sieht man dann auch die ganzen Farben und kann halt angucken. Und wirklich, man kann sich den ganzen Tag damit beschäftigen und irgendwas raussuchen. Es gibt unendlich, also jeden Tag kommen da 10 Farms und man weiß überhaupt nicht mehr, was überhaupt abgeht. Also wie gesagt, der größte Teil ist wirklich Schrott. Ja. Man sollte halt auf die größten, auf die sicheren Sachen vertrauen. Da muss man wirklich aufpassen, man muss sich wirklich Gedanken machen, wie hoch ist mein Risiko, was ich gehen will, weil man muss wirklich davon ausgehen, man kann theoretischerweise alles verlieren, wie im Crypto-Space halt häufig. Es kann theoretischerweise alles weg sein, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sich eine Strategie macht, dann hat da eigentlich niemand Probleme damit. Und dann kann man auch sagen, okay, selbst wenn jetzt wirklich was passieren sollte, ich habe nicht alles in einem Pool, ich habe in verschiedene Pools gestreut und dann kann ich schief gehen. Und wenn du was von diesen höheren Risk-Sachen machst, dann, also ich kenne es nur von letzten Jahr, da war es dann, gab es manche Sachen, die hatten dann 1 Millionen% APY oder so. Ich habe von manchen Leuten gelesen, die haben bewusst sowas mitgemacht, die wussten, dass das Risiko hoch ist. Sowas machst du aber dann natürlich auch nicht 2 Tage, sowas machst du nicht, keine Woche, sowas machst du nicht mal einen Tag. Die haben dann halt 3-4 Stunden lang mit einem ja, bestimmten Prozentsatz ihrer Stablecoins gefarmt. Das war bei 1 Million% pro Jahr, waren das irgendwas mit 4% pro Minute gefühlt oder sowas. Mhm. Also dann hat man sofort den Shitcoin, den man da gekriegt hat, von der Farm verkauft wieder und ist mit seinem Geld weggezogen. Und 3-4 Tage später, wenn dann die meisten Leute davon mitbekommen haben, ist es dann meistens untergegangen. Ja. Genau. Wie gesagt. Aber die Profis sind aber schon weg. Genau. Jeder halt hat seine eigene Strategie. Also ich gehe eigentlich eher so natürlich auf langfristig. Jetzt, was ich vorhin gezeigt habe mit dem Augury Finance, sehr kleines Projekt, ist natürlich auch super riskant. Sieht man, der Coin selbst, der war, wie gesagt, bei $1, ist jetzt bei 8 Cent. So,
Aber ich finde es einfach interessant. Ich finde, die entwickeln es immer wieder weiter. Ich finde es einfach, das Projekt dahinter recht cool. Deswegen gehe ich da halt mit dem kleinen Betrag einfach rein und sage, ich probiere es aus. Und wenn es nichts wird, na und, es ist eh nur Stablecoins. Das ist hier auch so One-Sided-Staking. Also mit einem Asset kannst du ja auch dort staken. Und dann nehme ich halt mein Zeug wieder raus. So, was soll's? Dann habe ich wenigstens nichts verloren. Aber wie gesagt, man kann da immer Risiko gehen, aber man muss halt wirklich aufpassen. Also wenn man sich wirklich nicht genau auskennt, dann vor allem bei solchen High-Risk-Sachen, wo du jetzt wirklich nur ein paar Minuten drin bist, don't do it. Einfach schön langfristig, ganz entspannt, dann ist man eh immer ruhig, dann hat man keinen Stress und freut sich dann in ein paar Jahren über doch das gewachsene Kapital. Hoffentlich, wenn es dann noch was wert ist. Wir wissen ja nicht, wie die Entwicklung des Gesamtmarktes, also nicht nur Krypto, sondern das, was wir meinen, was Geld ist und was Geld repräsentiert oder Wert repräsentiert, vorangeht. Zurzeit machen sich überall nur neue Wertesenken auf, um das gedruckte Geld irgendwo, ich sag mal, zu verteilen. Man fragt sich jetzt die letzten 3, 4 Monate oder 2 Monate, warum ist der Kryptomarkt zurückgegangen? Ich hätte eigentlich erwartet, dass gerade für die einschweben der institutionellen Anleger, der Kryptomarkt viel stärker in Beschlag genommen wird. Aber mal sehen, was da noch so passiert. Es ist vielleicht bloß ein verzögerndes Moment, dass das passiert. Demnächst, dass wir die Kryptos nochmal massiv ansteigen. Aber meld ab, sozusagen. Ja, also ich habe es auch tatsächlich erwartet. Vor allem, ich hatte eigentlich mit weniger Volatilität erwartet. Ich bin davon ausgegangen, okay, jetzt sagen wir mal, okay, in Tesla geht jetzt bei ungefähr 30.000 Dollar rein, ja? Das heißt, wenn es wieder bei 30.000, dann kaufen sich andere nach oder Tesla kauft nach. So, ja. Wollen natürlich auch nichts verlieren, ist logisch. Aber, also, ich finde es immer sehr schön, man kann das alles sehr, sehr gut, alles mathematisch schön vorhersehen, aber das heißt vorhersehen. Aber man kann, es gibt sehr viele Methoden, Möglichkeiten, Modelle, die finde ich, Situationen immer recht gut widerspiegeln. Gerade ist es echt sehr interessant, weil es sogar das erste Mal seit Beginn der Aufzeichnung gegen das Stock-to-Flow-Modell ein bisschen läuft, was eigentlich so das Nonplusultra war, wo man sagt, das ist die letzten 10 Jahre so angetreten, es wird auch weiter so gehen. Jetzt sogar das erste Mal, wo es so ein bisschen sehr abweicht. Da bin ich wirklich gespannt, was passiert. Aber vielleicht hängt es eben auch mit institutionellen Investoren zusammen. Ich schätze mal, viele werden auch den Markt drücken. Viele versuchen natürlich, günstig einzukaufen, ist logisch. Weil es ist ein Nachzyklus. Es wird wieder alles explodieren. Es wird auch alles wieder 80% crashen. 70-60%, wie auch immer. Natürlich hoffentlich in Zukunft weniger volatil, aber das ist zumindest in der letzten Zeit so gelaufen. Ich meine, ja, wie sagt man immer so schön, die Vergangenheit wiederholt sich nicht, sie reimt sich nur. Deswegen mal gucken, was passiert. Ich schaue, wenn ich jetzt 5, 10 Jahre schaue, dann, keine Ahnung, habe ich da überhaupt keine Bedenken. Also ich bin auch der Meinung, dass da viele Projekte echt sehr weit kommen können. Und ich hoffe, aber Afrika zum Beispiel, die haben oft wirklich keine andere Möglichkeit. Und die sind froh, dann probieren sie wirklich was aus. Dann sagen sie, hopp, wir machen das jetzt mit der Blockchain. Wir haben nichts zu verlieren. Und ich glaube wirklich, das könnte wirklich ein Katalysator für viele Länder sein, um vor allem wirklich auch aus der Armut rauszukommen, um die Digitalisierung dort einzuführen. Und wie gesagt, wenn ich mir das so überlege, was da möglich ist, vor allem in Entwicklungsländern, wie viel es auch den Menschen helfen kann, wirklich, also um nicht länger viel bei der FED zu sein, ja. Ja, das natürlich. Das Ziel wäre natürlich, unabhängig von irgendeiner zentralen Einrichtung zu sein, die dir sagt, was du zu tun hast. Das ist natürlich immer so der Traum, aber ich hoffe irgendwann, dass das alles koexistiert. Ich glaube, wie gesagt, ich befürchte, die Kryptowährungen an sich, das wird sich so nie durchsetzen als reine dezentrale Einheit, weil da, wie gesagt, immer jemand was dagegen haben wird. Aber ich hoffe wirklich, dass es koexistieren kann. Und dass man halt dann am Schluss irgendwann entscheiden kann, ob du jetzt dein Brötchen mit Bitcoin kaufen willst oder ob du dein Brötchen mit einem E-Euro kaufen willst. Das wäre halt schön. Aber wird man sehen. Ja, dem müssen wir nichts hinzufügen, oder? Alles gesagt. Nee, gut gesagt, zum Ende. Danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, Jan. Na? Ich hoffe, es war nicht zu überwältigend und ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Also ich konnte dem Ganzen gut folgen. Das kommt jetzt ganz drauf an, auf das Wissenslevel unserer Zuschauer. Ne? Okay. Aber die können da auch das Video stoppen und können sich ja auch da langhangeln.
Und es ist auf jeden Fall mal gut zu wissen, was eigentlich alles, ich meine, dieses Spielen, das geht ja eigentlich darum, es mal kennenzulernen, ein bisschen damit zu spielen und mal ein bisschen reinzukommen. Das ist ja auf Ethereum einfach nicht mehr möglich. Und deswegen ist es alleine dieses Polygon-Matic ist schon eine gute Sache, um einfach mal die Angst davor zu verlieren. Und wie du es schon sagst, mit einem Matic, guck mal, was wir jetzt mit einem Matic, wie lange wir jetzt mit einem Matic gesprochen haben. Du hast das verliehen, du hast das nochmal beliehen, dann hast du da gefarmt, gepoolt und dann kriegst du nochmal Prozente. Und das ist ja, du musst ja nur einen Faktor 10, 100, 1000 da dran machen für Leute, die sich dann gut auskennen. Und schon ist das, kommen da einige Werte zusammen. Ne? Ja. Und man kann es einfach mal ausprobieren. Und deswegen fand ich eine sehr gute Einführung. Mir vor allen Dingen hat es gezeigt, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht schon eher hier diese Reward-Programm mitgemacht habe. Für mich noch ein guter Einstieg, sozusagen, das einfach mal nochmal genauer zu betrachten. Und schönes Tutorial fand ich. Danke, Jan. Ja, von mir auch. Und ich denke, in 6 Monaten oder 12 Monaten, da gibt es wieder was Neues. Da wirst du dich auch weiter bewegt haben zu anderen Formen. Und vielleicht wiederholen wir dann das Ganze nochmal mit ein Update, einem Tutorial oder Update. Gerne. Genau. Gut, dann also in dem Sinne. Bis bald an alle Zuschauer. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Jan, danke, dass du da warst. Und jetzt an alle einen schönen Tag oder eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wenn ihr es guckt. Und bis bald. Ciao. Tschüss.